meine lieben Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18. Ich begrüße euch herzlich zurück. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Heute geht's hier weiter mit unserer Saison. Heute ein Topspiel gegen den BVB. Also, das wird heute ein Riesenkracher werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Als nächstes müssen wir mal die Mannschaft ändern, weil Ginczek hat eben gerade noch gesagt, er möchte gerne von Anfang an spielen. Dann machen wir doch mal Ginczek von Anfang an. Würde ich mal sagen, dass der mal von Anfang an spielt. Aogo lassen wir auch wieder von Anfang an. Obwohl, nee, Aogo kommt mit zur zweiten Halbzeit wieder rein. Wen haben wir noch draußen? Gomez lassen wir einfach mal. Der hat momentan absolut nicht so in Topform gespielt, wie ich es erhofft habe eigentlich. Absolut gar nicht. Bring noch einen Mittelfeldspieler rein. Wir haben hier draußen rechtes Mittelfeld Schulze, Ofori, Zentralis. Dann würde ich ja fast sagen, dass wir nochmal. Nehmen wir Asano nochmal mit. Was soll's? So. Und Don ist momentan in Topform. Der hat 6 Tore schon geschossen die Saison. Und heute gegen Dortmund, klar, wird es mega schwer werden. Aber es könnte dennoch gut laufen. Schauen wir mal. Der Hut hat heute Debüt. Sehen wir gerade in Breaking News. Dann kommt noch Rodriguez, leidet, alles klar. Beinahe Platz 1, Leverkusen Platz 2. Wir sind auf Platz 3 mit 18 Punkten. Klar ist es. Da kommen wir nicht ran. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Wenn wir so unter den ersten 6 landen, bin ich vollkommen zufrieden dieses Jahr, glaube ich. Und dann geht's mal los. Ab gegen Dortmund. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich muss da noch was einstellen kurz. Bevor wir anfangen. Ne, wo waren das jetzt? Da. Das wollte ich ausstellen. Sonst quatscht der wieder so viel. So, im letzten Spiel haben wir 2-0 gegen Hamburg natürlich verloren. Das war grottenschlecht in Hamburg. Mega schlecht. Und heute müssen wir die Erwartung echt hochsetzen. Dass wir zumindest einen Punkt rausholen in Dortmund. Wäre natürlich echt optimal. In Dortmund einen Punkt zu holen, wäre super für uns. So, wir spielen zu Hause. Im Regen. Na, ist ja klasse. Ist ja super Voraussetzung. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es läuft heute. Flanken Silber. Na dann. Gucken wir doch mal. Na, das lief so mal gar nicht mal so schlecht. Oh Gott, mit Gegenspieler gleich. So, vielleicht ein bisschen kurz setzen. Oder auch nicht. Gut, wir starten einfach mal und dann schauen wir mal, wie es abgeht heute. Trifft Donis heute wieder gegen Topspiel gegen Dortmund. Gleich geht's los. 12. Spieltag. Stuttgart gegen Dortmund. Im Waldstadion. Stadion ist ausverkauft. Heute ist echt Pflicht. Wie gesagt, wie schon mal gesagt, einen Punkt zu holen heute. Also noch eine Niederlage. Ich sag mal, wäre jetzt nicht so gut. Dortmund ist kein einfacher Gegner. Aber es könnte machbar sein. Schauen wir mal, weil Dortmund ist dieses Jahr auch nicht so gut drauf. Aber noch ist nicht. Ja, komm. Es ist faul schon mal. Läuft ja gut. Dortmund fällt und fällt. Ist ja klasse. Ja, er spielt kurz. War klar. Ja, haben wir. Schön. Drohne schon wieder am Ball. Drohne ist. Flanke. Ah, schade auch. Mal gucken, wie sich Ginczek spielt. Er hat gesagt, er will spielen. Er ist gut in Form. Da bin ich ja mal gespannt, ob er es wirklich ist. Oh Mann. Dortmund geht voll ab hier schon wieder. Oh je, weg damit. Sauber. Erstmal hier. Raus das Ei. Ach, der rennt uns. Ah, verdammt. War der Pass war blöd. Der Pass war echt nicht gut gegen dort. Was ist denn jetzt los? Das war kein Foul. Der ist nur über die Füße gelaufen.
Ah. Nein, Aubameyang darf nicht den Ball kriegen. Schön geklärt. Sauber. War gut von Pavard. Was machen die Senden? Sind die bekloppt? Warum spielt denn der da hin? Wo wir oben hier hinspielen müssen. So, mal ein bisschen ruhig angehen hier. Aber auch nicht zu ruhig. Wir müssen nur ballsicher werden. Meine linke Seite ist mal null besetzt. Schön jetzt aber. Schön. Don ist am Ball wieder. Ach, verdammt. Na, Dortmund schon stark. Da kann man sagen, was man will. Die sind hinten drin echt gut in Abwehr. Da wird es nicht leicht. Probieren wir es auch mal. Die, nur wieder ein Fehlpass von Mané. Ah, Aubameyang am Ball. Aubameyang. Philipp. Aubameyang. Oh nein, oh nein. Und da hat Dortmund zugeschlagen durch Aubameyang. Ja. Genau das, was ich fast befürchtet habe. Sobald der am Ball kommt, knipst er die Pille ein. Verdammt nochmal. Aubameyang mit dem zweiten Saisontor bis jetzt erst. In der 19. Minute. Klasse. So, jetzt heißt es aufpassen. Die machen einen Torschuss und treffen. Ah, da war die Chance von Ginczek. Aber war nicht perfekt. Absolut nicht. Subotic. Weigel. Das ist auch ein Spieler, ey. Der wäre auch super. Also, können wir uns definitiv nicht leisten. Obwohl Dortmund so viel Abgänge hat, haben sie es scheinbar echt kompensiert hier. Ey, was ist denn hier los? Die rennen sich hier gegen so über den Haufen hinten bei uns. Auch nicht schon wieder. Bitte nicht. Jungs. Oh Mann. Weg damit. Passt. Ah, das gibt's nicht. Wir kommen nicht rein bei denen hinten. Das ist so schwer bei denen. Unfassbar. Ist ja unfassbar. Keine Chance in Dortmund. Null. Null Highlife gerade. Wir rennen nur den Ball hinterher. Das ist nur Ball hinterher rennen. Jetzt können wir, glaube ich, echt vom Glück reden, wenn es hier kein 8-0 gibt heute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird heute ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich habe es gewusst, dass es ein schweres Spiel wird, aber dass wir keine Highlife haben hier. Wow, Kadamba. Das war wieder knapp, Guerrero. Mit einem schönen Kopfball gewesen. Aber noch nicht abschreiben. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Es ist schweres Spiel, das ist... Oh Gott, das wird... Geht gut los hier. Wir kommen nicht raus hier, ne? Die verarschen uns so total. Schau mal an. Ja, ansonsten müssen wir echt die Notbremse rausholen. Anders geht's nicht. Vielleicht geht's echt nicht anders. So. Der rennt hier auch mal von down vorne. Wir kommen nicht aus unserer eigenen Hälfte raus. Unfassbar. Unfassbar. Das gibt's da nicht, ey. Jetzt mal. Insur. Aber ist keiner da. Ja, das ist so ein blödes Ding schon wieder. Dass ich jedes Mal machen muss. Damit kommt der Konter von Dortmund jetzt. Oder auch nicht. Schön abgegrätscht von Donis. Schöne Sache. Das ist der einzige gute Spieler, den wir haben, Donis, ne? Oh, verdammt. Stand Ginczek gar nicht mal so schön. Oh, der kommt aber nicht an, oder? Es gibt's doch nicht, dass er ihn trotzdem kriegt. Fall hin da hier oben. So. Einfach mal Notbremse ziehen. Egal, anders geht's nicht. Was wäre so durchkommen? Nimm mir auch gerne die gelbe in Kauf. Weil das wäre sonst echt auf den Konter hinausgelaufen. Und hätte uns das Ding reingeknipst, ja, denn.
Wir kriegen den Ball nicht mehr aus der Abwehr raus. Das gibt's ja nicht. Dortmund ist echt saustark. Darum wundert es mich, dass die eigentlich Platz 6 sind bloß. Das wundert mich eigentlich gerade sehr, sehr stark. So. Ja, genau. Hast du recht, mein Freund. Schön abgerät schon, Baumwartel. Herrlich. Aber warum spielt denn der dahin? Ich wollte doch. Ach Mann. Halbzeit? Nein. Jetzt schon Halbzeit. Wow, das ging schnell. Wir hatten keinen Torschuss. Das ist sehr peinlich. Oh Mann, das wird natürlich heftig werden. Bayern führt auch 1-0 gegen Augsburg. Berlin 1-1 gegen Gladbach. Bremen 1-0 gegen Hannover. Hoffenheim 1-0 gegen Frankfurt. Und Leverkusen 1-0 gegen Leipzig. Und Mainz und Köln spielen erst später. Das ist ja klasse. Gut, von Ginczek sieht man gar nichts. Ist natürlich super. Na gut, dann machen wir einfach jetzt mal Druck erhöhen. Vielleicht bringt das was. Oder wir kassieren noch eins. Jetzt müssen wir ein bisschen riskanter gehen. Aber wir haben gerade echt einfach nur hinten rumgespielt. Das war gerade nichts. Dann wundert es mich nicht. So, mal Flanke reinbringen wie. Ah, Chance war da. Schade. Aber abseits gewesen von Ginczek. Die spielen so schnell, ich komme da gar nicht nach, ey. Aufpassen, du hast schon gelb. Und Aubameyang fällt gerne einfach mal hin. Schönes Ding jetzt. Flanke und. Ah, schade. Ah, wäre Ginczek dabei gewesen, aber naja. Das gibt's nicht, wie schnell sind die denn, ey? Oh, dein Ernst? Ich wollte schon grätschen, aber der hatte schon gelb, ey. Ich krieg die nicht. Das gibt's doch nicht. Dass die so verdammt schnell sind. Jetzt den Ginczek mal. Ja, Mann, ist doch okay. Das gibt's doch nicht. Hä, der hat doch den Ball rausgeschossen, nicht ich. Wieso kriegen die denn jetzt den Abstoß? Okay, das war wieder so eine Logik, die ich nicht verstehen werde. Das ist manchmal auch so witzig bei FIFA. Uah. Die hauen den Ball raus und die kriegen einen Abstoß. Das ist manchmal sehr lustig. Ich bin nur am Grätschen und herlaufen. Ich habe keine Chance in Dortmund. Null. Absolut keine Chance. Fehlpass. Am besten, dass wir hinfallen lassen. Jetzt gibt es noch einen Elfer für die. Alles klar. Oh je, oh je, oh je. Was ist das für ein Spiel heute gegen Dortmund? Das wird wohl nichts werden. Mit einem Punkt. Weil wir hatten jetzt nicht mal ansatzweise einen Torschuss. Nicht mal ansatzweise irgendwie. Wir kommen ja nicht mal dahin. oh Gott, ich habe schon fast gedacht jetzt, ey. Wo sind eigentlich unsere Stürmer hin, frage ich mich gerade. Schon wieder Fehlpass. Ganz schlechtes Spiel von uns. Da ist wieder Aubameyang. Nix ist. Fall hin, Junge. Ja, du auch. So. Ball weit weg. Hat auch nichts gebracht. Der nächste Schwalbenkönig, der dahin fällt. Ah, Dortmund hier. Mensch, 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 Mensch. Wir kommen auch nicht aus unserer Hälfte raus. Das ist so unfassbar. Die sind auch alle so langsam bei uns. Das ist noch schlimmer. Willst du mich veräppeln jetzt? Alles klar.
2:0. Wunderbar. So läuft der Hase hier. Wenn man in der Bundesliga versucht, oben mitzumachen, dann kriegt man auf den Sack. Wir haben keine Chance. Null. Wir kriegen die Bälle nicht mehr nach vorne irgendwie. Gar nichts. Läuft der Null. Ich kann die abgrätschen, wie ich will. Da passiert gar nichts. Kommt nicht mal ansatzweise, dass wir irgendwie überhaupt eine Torschance haben hier. Also ja, sau schlechte Leistung von uns. Und ganz ehrlich, von Ginczek, ja. Habe ich auch ein bisschen mehr erwartet. Jetzt. Ja. Das war jetzt natürlich ein Satz. Ah, jetzt aber. Egal, abgegrätscht oder nicht, ist mir egal. Ginczek. Jawohl. 2:1. Herrlich. So, jetzt weiter. Wenn es so bleibt, haben sie zumindest ein Tor gemacht. Ich sage, zumindest fällt es in Dortmund, oder? Dann passt das. Aber Aubameyang gleich mit zwei Dingern. Das ist natürlich sagenhaft, ey. Das war unsere erste Torschance heute. Herr Schiri, steh mir nicht im Weg, Mensch. Oh Mann. Jetzt fällt der da auch noch hin. Der Kollege Schnellschuh. Ja, was machen die da für einen Ping-Pong-Ball, ganz ehrlich? Ich hab da gar. Ey, hallo? Wo ist der Ball schon wieder hin? Ey, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen veräppelt von denen. Nix ist, Aubameyang. Komm, echt, ganz ehrlich. Fahr heim. So, Ginczek raus. Das ist Quatsch. Bartschu will auch mal raus. Den traue ich gerade irgendwie nicht zu. Sonst habe ich das Gefühl, dass er noch eine gelbe kriegt. Eggestein raus. Und dann holen wir... Mann, nee, macht auch noch viel Pässe heute. Machen wir Schulze rein. Dreierwechsel einfach jetzt mal hier. Alle drei raus. Spiel ist eh gleich vorbei. Viel wird jetzt nicht mehr passieren. Darum hoffe ich jetzt einfach mal, dass... Was ist denn hier los, ey? Gewiss! Dein Ernst? Nix ist. Hau ab. Das gibt's doch nicht. Wie krass ist denn Dortmund drauf, bitte sehr? Das ist ja nicht normal. Boah, gebt euch mal dieses Spiel von denen hier, ey. Haben wir gar keine Chance. Jetzt aber mal. Nein, Suhr ist auch schon platt, ey. Jawohl! Oh, verdammt, da war dieser. Ah, da war der Ausgleichstreffer. Da war der. Ah, jetzt kommt dieser Götze rein. Da war der Ausgleichstreffer eben gerade zum 2:2. Wir haben diese Chance absolut nicht genutzt. Jetzt kommen so unsere Lieblingssache, Ecken, was wir gar nicht können. Nee. Ja gut, das war's. Ah, der ist verletzt. Ist ja super. Klasse. Wir können nicht mal mehr wechseln. Hat dort mehr gute Arbeit geleistet. Mensch, steh auf, ich kann nicht wechseln. Mein Junge, das Spiel ist eh vorbei jetzt, ist von dem her. Naja, wir hätten die Chance gehabt jetzt auf ein 2:2. Haben sie nicht genutzt. Schade eigentlich. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Zwei Verletzte sogar. Liegt noch einer verletzt. Wir haben zwei verletzte Spieler. Wow. Das ist wirklich klasse. Gut, wir haben 2:1 verloren. Zwei Niederlagen in Folge. Nicht so optimal. Nicht so gut, gar nicht gut. Dortmund war natürlich überdrückend. Das war natürlich, ja. Schuss, wir hatten die zwar nicht gut, aber dafür zwei Chancen, ne? Und die haben, guck mal, 12 Schüsse gemacht. 12 Schüsse, die haben uns so zu bombardiert hinten. Ja. Da zu Recht verloren. 2:1 wieder. Bayern gewinnt 2:0. Berlin gewinnt 2:1 in Gladbach.
Bremen 1-1 gegen Hannover, Hoffenheim 1-0 gegen Frankfurt und Leipzig verliert 1-0 gegen Leverkusen. Gut, Bayern gewinnt hier durchgehend, so wie auch in der richtigen Bundesliga. Die marschieren durch. Geld ist die Macht halt, ne? Da kann man nichts machen. So, was steht hier? Letzte Partie, Genscheck. Ich bin gut in Form. Du wirst nicht mehr spielen. Denke ich mir gerade auch mal so. Was ist hiermit? Martinez um Sorge. Ja, vom Mist kann auch verletzt sein. Vom Dahut habe ich irgendwie, glaube ich, gar nichts gesehen. Bayern siegreich. Ja, gegen Rivalen. Gut, damit sind wir auf Platz 5 abgerutscht. Jetzt sind wir hinter Hannover. Gut, 2 niederlange Folge. War jetzt nicht so optimal. Ist absolut nicht gut gewesen. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir wieder mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Weil die letzten Spiele waren nicht gut. Absolut nicht. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen uns auf jeden Fall in Transferperiode, wenn die da ist, müssen wir uns auf jeden Fall verstärken. Mit einigen Spielern. Weil sonst klappt das dieses Jahr nicht mehr. Ja, das war das Spiel heute gegen Dortmund, was leider verloren gegangen ist. Ich bedanke mich natürlich bei euch allen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst mir doch einfach mal ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Und aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und lasst mir doch einfach auf dem Video vielleicht mal ein Like da oder einen Kommentar, ob es positiv ist oder negativ ist. Ich nehme auch negative Kritik an, gar kein Problem. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Ciao mit V. Euer Woogie.